Im heutigen Part von Boxboy plus Boxgirl auf der Nintendo Switch will uns Cutie, der neue Charakter, glaube ich, in diesem Teil. Ich glaube nicht, dass er in 1, 2 und 3 dabei war. Das hätte man ansonsten gehört und ich glaube, Nintendo hat den auch ganz groß angepriesen, könnte mich da aber auch gerne vom Gegenteil überzeugen, möchte uns eine neue Fähigkeit beibringen und da dürft ihr mich auch gerne mal in den Kommentaren aufklären, ob diese Fähigkeit in Teil 1, 2 und 3 auf dem Nintendo 3DS verfügbar war. Auf geht's in Welt 8, Blockspringen! Und der muss sogar seinen Kopf einziehen, damit er durch die Tür passt. Oh, da hatte ich in der Hauptschule so einen richtig großen Lehrer, der musste das auch immer tun. Alles klar. Ja, da kommt man so nicht rüber, da braucht man eine neue Fähigkeit. So ein Mist. Ja, einfach aufgeben funktioniert nicht, alter Seebär. Aber du musst aber auch richtig Glück haben, dass genau dann, wenn ein neuer Kollege vorbeikommt, die schwierigeren Level anfangen. Wir können jetzt bespringen mit den Blöcken. Wir können jetzt hüpfen. Yay. Ist nicht so, dass wir das nicht schon davor konnten. Aber jetzt können wir es mit den Blöcken. Und wie gesagt, klärt mich da mal gerne auf, ob man das auch schon damals konnte in Boxboy auf dem 3DS. Das würde mich tatsächlich interessieren. So, und jetzt kann ich die hier einfach abstellen und dann komme ich da ohne Probleme hoch. Nice. Nice, nice. So, und hier machen wir drei Blöcke, damit ich die dann gleich da drüben abstellen kann und dann hier ohne Probleme hochkommen. Was machen wir jetzt hier? Ich darf natürlich nicht auf meine anderen Fähigkeiten verzichten. Das Blöcke... Perfekt die Lücke getroffen, Ultra. Perfekt. Dass ich die Blöcke auch abstellen kann. Okay, das funktioniert nicht. Nee, da spieße ich mich auf. Wenn ich es so mache, wird es funktionieren. Ist nur die Frage, wollen die das so? Ich glaube schon. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr richtig aus. Auch wenn ich nicht glaube, dass wir hier einen S-Rang haben. Aber man kann ja noch träumen, nicht wahr? Ich träume sehr viel in diesem Spiel. Yay. Wir haben uns im letzten Part auch noch ein paar Outfits und Comics angeguckt. Ein cooler Stop-Motion-Comic war da dabei. Könnt ihr also, wenn ihr es nicht getan habt, weil euch die S-Ränge nicht interessieren, die letzten 3-4 Minuten des letzten Videos nochmal angucken. Das wäre sehr, sehr nett, wenn ihr das tun würdet. So unterstützungsmäßig. Ich glaube, diese Fähigkeit, ich weiß nicht, ob die in die früheren Level übernommen wird. Ich glaube aber nicht, weil ich glaube, der Blockhaken wurde auch nicht übernommen in frühere Level. Okay, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Das hätte ich nämlich anders lösen sollen. Wie kann ich mich loslösen? Aha. Ich glaube, das wird sogar funktionieren mit 2. Lass mich mal probieren. Ist das ärgerlich, ey. Ein ganz kleines Stückchen reicht's nicht, ne? Ein ganz kleines Stück. Aber es funktioniert mit 2. Sehr schön. Dann haben wir hier schon mal einen Block gespart. Wie geht das? Ich probier's mal mit 2, auch wenn ich jetzt... Ja, jetzt kann ich halt die einsammeln. Schade. Will ich hier ernsthaft 3? Ich kann halt dann die Krone nicht einsammeln. Außer ich lasse mich genau so fallen, dass ich die Krone einsammle und die Lücke treffe. Ja, genau so nämlich. Das war bestimmt auch nicht so geplant. Aber wir haben es so gelöst. Und das freut mich. Yay. So. Aber die ersten 2 Level waren in keiner Welt das Problem. Schwierig wird es jetzt. Spätestens ab Level 4. Auch wenn das hier eher mehr ein Tutorial-Gebiet ist, was mich auch sehr, sehr freut, dass das hier nur ein Tutorial-Gebiet ist, weil ansonsten hätte ich, glaube ich, sehr, sehr große Probleme. Deswegen vielen Dank für das Tutorial-Gebiet-Spiel. Als ob das nicht funktioniert! Rüber mit euch, ihr Blöcke!
Okay, komm, dann werfe ich 4. Das funktioniert auch nicht. Ah, sehr schön. Nice, okay. Wie geht das? Ich will ja ganz eindeutig irgendwas immer da hochwerfen. Aha. Ja, mehr oder weniger, ne? So ist es, glaube ich, richtig, ne? Nee, auch nicht. Wir wollen 2 rüber. Und zwar so. Genau. So, es fehlt aber noch eine Krone. Genau. Ich bin nicht blöd. Ei, wie holt man denn die? Das funktioniert mit weniger Blöcken. Das funktioniert mit 4. Ja. Der Ultra, der lernt. Auch wenn es jetzt am Anfang des Levels nicht so aussah, als hätte ich irgendwas gelernt. Aber je länger das Level vorangeschritten ist, desto besser beherrschte ich die Fähigkeit. Auch wenn ich glaube, dass diese Fähigkeit mir noch zum Verhängnis wird. Mann, die Fähigkeiten kommen so Schlag auf Schlag. Du hast gerade erstmal die letzte richtig verarbeitet, den Blockhaken. Da kommt schon die nächste. Okay. Ja, das, ich weiß nicht, warum du mir gerade das hier zeigst. Ist relativ egal, weil ich, spring ja hier sowieso rüber. Ne? Ich glaube, hier will ich einen Dreier. Nee, da komme ich nicht an die Krone ran. Was ist, wenn wir einen Dreier aus der Richtung machen? Ja, das funktioniert schon eher. Dann gehen wir hier mit einem Zweier lang. Hepsa, da leckt ein bisschen das Spiel. Erstaunlich. So, und hier will ich eigentlich von unten mich dran heften und will dann, genau, so was machen und mich dann rüberziehen. Schön! Da war aber auch jetzt am Ende die Krone ein bisschen ausschlaggebend dafür, dass ich das Rätsel relativ schnell verstanden habe. Dankeschön für die Krone. Ja, wir kommen gut voran hier beim Blockspringen. Ich hätte den Mund nicht so voll nehmen sollen. Level 5. Okay. Was sehe ich hier? Das ist interessant. Ich möchte sowas bauen, damit ich eben jetzt... Au. Oder vielleicht möchte ich nicht sowas bauen. Weil ich das als einzige Möglichkeit sehe, hier lang zu kommen. Komm, wir holen uns mal einen Tipp vom Spiel. Ich habe gerade keinen Bock, da irgendwie ewig zu brauchen. Okay, das Spiel löst das tatsächlich auf die leichteste Art und Weise, wie man das lösen kann. Erstaunlich. Und ich denke mal wieder viel zu kompliziert. Ich glaube, das ist der Grundsatz für dieses Spiel. Dass ich einfach zu kompliziert denke. Ja, das wird höchstwahrscheinlich sein. Weil man kann hier einfach mit einem Bogen drüber gehen. Was, wenn ich das hier so löse? Nee, da kriege ich die Krone nicht. So komme ich aber nicht rüber. Jein. Nein, das funktioniert so nicht, Ultra. Ich muss irgendwie denken, wie ich oben drüber komme. Ich hole mir mal wieder einen Tipp, ne? Es ist ja, ne, wir haben das Geld. Okay, das Spiel sagt mir sowas. Dann probieren wir das doch gleich mal so. Aber ein bisschen weniger so. Beziehungsweise, was ist, wenn wir es so probieren? Naja, da komme ich nicht unten ran. Ah, das ist blöd, ja. Das ist sehr blöd.
Dann müssen wir es ja fast schon... Aua, das tat weh. Das ging voll in die Eier. Müssen wir so machen. Ja, aber das funktioniert nicht. Ei! So komme ich nicht rüber. Das reicht von der Länge her nicht. So komme ich zwar schön oben drüber. Warte mal, warte mal, warte mal. Das heißt, wir müssen es so machen. Ja, ja, der Ultra lernt tatsächlich doch dazu. Auch wenn das sehr viel Zeit gekostet hat gerade. Und wir dementsprechend das Level wahrscheinlich nochmal spielen müssen. Aber egal. Ich mag die Welt. Ich mag die neue Fähigkeit. Auch wenn ich nicht gut damit bin. Level 6. Was haben wir hier? Okay, das ist relativ einfach. Die Laser kehren zurück und die kann ich ganz einfach hier ohne Probleme umgehen. Wenn ich mir eine Schutzmauer baue. Das ist jetzt so ein bisschen Mischmasch-Spielchen, aber gerne doch. Da sag ich nicht nein. Funktioniert das? Nein, das funktioniert natürlich nicht. Wir brauchen sowas. Genau, dann kann ich nämlich hier unten durchspringen. Wie viele Blöcke darf ich benutzen? 13. Die haben jetzt schon 9. Ah, das ist nicht schön. Okay, der Laser kommt von der Seite. Das bedeutet, ich muss von den beiden Seiten geschützt sein. Und dann funktioniert das auch. Absolut kein Problem. Aber das war gerade so im Blockenlimit. Wow. Da muss ich bestimmt nochmal rein und irgendwie Blöcke sparen. Fürs Erste bin ich mal froh, dass ich raus bin aus dem Level. Nächstes. Level 7 von Welt 8. Bis jetzt sind die Welten ja noch nicht größer geworden. Was ich sehr, sehr schön finde. Da bin ich. Oh, da war eine Punktlandung da rein, Ultra. Das war eine Punktlandung. Das war dumm. Muss ich jetzt ernsthaft schon wieder sowas bauen? Das kostet total viele Blöcke. Und ich komme am Ende dann nicht mal hoch. Ja. Aber ich muss über mir geschützt sein. Das ist das Problem. Das funktioniert nicht anders. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Vielleicht bin ich auch blöd. Aber da gibt es eine andere Möglichkeit, ganz eindeutig. Und zwar nur mit einem Block. Ich kann leider das nicht so machen, dass nur ein Block da bleibt, weil das wäre sehr, sehr praktisch. Okay, wie holen wir das? Das ist ja interessant. Probieren wir es mal so. Müsste ich hier wieder eine Punktlandung in die Lücke hinkriegen. Aber das erlaubt mir das Spiel natürlich nicht nochmal. Aua. Okay, also wir brauchen am anderen Ende eigentlich sowas. Ja. Komme ich an die Krone? Nicht wirklich. Da muss ich eins höher sein. Wie werde ich eins größer? So? Nee, dann wäre ich vom Laser erwischt. Ich muss was über mir haben. So? Ein Stiefel? Nee. Weil ich den Stiefel gern nochmal probieren würde. So eine Punktlandung an der Kante und dann rüber? Nee, okay. Das kann ich vergessen. Ha! Das funktioniert nicht. Das ist einfach nicht möglich so.
Und auch das kann ich vergessen. Und so eine Treppe ist auch Schwachsinn, leider. Wenn ich damit nicht höher komme. Ah, damit funktioniert schon. Aber ich komme halt an die Krone nicht ran. Klar, ich könnte dann natürlich so machen und dann die Krone so holen. Dann sind wir noch im Blocklimit und wären erstmal aus dem Level raus. Aber das ist natürlich nicht des Rätsels Lösung. Na gut, gucken wir erstmal nach, wo wir S-Ränge haben und wo nicht. Das war ja ein Special-Level hier. Trotzdem gibt es noch weitere Türen in Welt 2. Bevor es weitergeht. Level 9 und Level 10. So, wie sieht's hier aus? Wir haben S-Rang, S-Rang. Es sieht recht gut aus, du. Sieht recht gut aus. Ja. Kann sich sehen lassen. Ich hoffe, ich kriege das noch hin in dem Part. Die komplette Welt 8. Das wäre so ein bisschen mein Wunsch. Weil ich glaube, hier geht es nur um Geschwindigkeit. Da musste ich mich halt das erste Mal erst noch an die Mechanik gewöhnen. Und habe dann natürlich hier drüben relativ viel Zeit verschwendet. Aber jetzt, wo wir wissen, dass das ja so funktioniert hier, kommen wir da auch ein bisschen schneller durch. Na. Das muss reichen. So viel schneller kann man das erste Level nicht mehr machen. Aber da sieht man mal wieder, wie knapp die auch mit den Zeiten sind. Wenn du es irgendwo schaffst, einen Block zu sparen, dann kann dir meistens die Zeit egal sein. Also irgendwo einen Block sparen, wo die Entwickler es nicht vorgesehen hatten, dass du einen Block sparst. Dann kannst du es bestenfalls vergessen. Okay, ich glaube, hier reicht eine Dreierreihe und dann springst du einfach hier so ein bisschen lang. Genau. Das ging ja so. So, jetzt die Frage, wir hatten was hier? Ich glaube, so, ne? Ja. Boah. Ist okay. Und dann hatten wir hier eine Viererreihe. Sehr schön. War zeitlich auch besser. Die Frage ist nur, wollen sie einen Block gespart? Nein, wollen sie nicht. Sehr schön. Ich finde es schade, dass das mit dem S-Rang beim ersten Mal spielen nicht angezeigt wird, weil das wäre sehr, sehr hilfreich. Dann könnte ich direkt nämlich sagen, nochmal spielen. Aber du musst erstmal die Welt beenden, damit das angezeigt wird. Aber ihr habt ja auch schon in die Kommentare geschrieben, dass das auch in den Vorgängern, in den 3DS-Teilen genauso der Fall war. Dementsprechend, wundert mich das nicht. Wenn wir ehrlich sind. So, das war Dumm Ultra, aber Dumm Ultra ist mein zweiter Vorname. Ei, wie ging das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Wie haben wir das gelöst gerade? Ich musste irgendwie weiter unten sein. Ich glaube, so kann das sein. Nein, 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 nein. So auch nicht. Aua. Also ich musste irgendwie unten sein. Ja, so düse ich da jetzt quer durch. Das heißt, wir wollen eigentlich sowas. Ja. Ja, ne? War zeitlich auch besser, aber Blöcke sparen ist hier auch unmöglich. Ist auch nur ein A-Rang. Ja, ihr seid streng. Viel zu streng für meinen Geschmack. Ich frage mich, ob man hier einen Block sparen kann, aber ich glaube nicht. Dann hatten wir ja hier sowas, da kann man auch keinen Block sparen. Dann hatten wir hier sowas, da kann man auch keinen Block sparen. Das wäre mir neu. Nur die Zeit.
Ja, das ist ja fies hier. 17 Sekunden. Wird reichen, ja. Aber das ist verdammt knapp. Da wollt ihr ja schier einen perfekten Run. Welt 8, Level 6. Ich glaube, auch hier wollen sie einfach einen perfekten Run, weil wirklich Zeit sparen ist auch hier in dieser Welt nicht möglich. Boah, das war dumm. Das gebe ich zu, dass das sehr, sehr dumm war. Kannst du die Krone mitnehmen, bitte? Das wäre nur allzu nett. Das war dumm. Wir wollen halt dann schon nicht verletzt werden. Aua. Sagte er und wurde verletzt, ne? So. Und dann hatten wir ja hier nochmal dasselbe, nur in die andere Richtung. Das geht sich ganz knapp mit dem Blocklimit aus. Aber hier wollen die bestimmt wieder eine absolut gestörte Zeit. Na? Natürlich reicht's nicht. Die wollen das schneller. Huh. Fies. Vor allen Dingen, weil ich ja auch keine Blöcke sparen kann, indem ich einfach Blöcke mitnehme. Also man sieht ja hier. Ich muss immer die Blöcke erstmal loswerden, bevor ich weiter kann. Hilft alles nix. So, ich kann es ja eh ablassen, schon viel früher. Weil es ja trotzdem den Laser blockiert. So, das war 31. 31 ist gute Zeit, gute Zeit. Die wollen einen Block. Die wollen, dass ich einen Block spare. Say what? Wo? Wie? Warum? Das ist ja interessant. Also ich bin mir relativ... Oder? Nee. Doch. Aha. Schockierende Neuerungen. Eine schockierende Neuerung, meine Damen und Herren. Aber das funktioniert mit weniger Blöcken. Dankeschön. Okay, ein Level noch. Das geht sich aus in dem Part. Das ist doch schön. Wieder mal eine komplette Welt in einem Part mit S-Rang und allen Kronen und normal durchgespielt. Ah, schön. Schön, schön, schön. Okay, hier einfach eine Zweierreihe. Das haben wir ja gesehen, dass man da eigentlich mit einer Zweierreihe reinkommt. Spiel? Ich weiß, du möchtest eigentlich eine Dreierreihe. Ja? Damit man da leichter reinkommt. Ist die Frage... Ist das auch vom Spiel erlaubt? Hier wollen die ganz bestimmt was anderes. Aber hundertprozentig wollen die hier was anderes. Aber was? Damit kann ich nicht über die Stacheln springen. Damit sterbe ich. Okay, ich glaube, ich weiß meinen Fehler. Er ist relativ offensichtlich. Und zwar brauchen wir hier, an dieser Stelle hier, so eine Konstruktion. Das war auch falsch. What the fuck? Dachte, jetzt hätte ich's. So erreicht die Krone. Ah, doch. Ah, ich bin so dumm. Bin so dumm! Ich erreiche die Krone sehr wohl auf die Art und Weise. Ach, Mann!
Und hier kann man das bestimmt auch irgendwie so schaffen, dass man die Krone dann mit dem Blocksauger einzieht. Ah. Okay, ich habe jetzt hier am Ende einen Block gespart. Habe aber dafür den Sprung am Anfang nicht hinbekommen. 26 Sekunden ist aber eine Top-Zeit. Ah ja, aber es reicht ihnen nicht. Okay, geschafft. Dann machen wir jetzt hier... Nein, was mache ich? Das war falsch. Brauche nämlich hier eine Fünferreihe. Damit die Reihe hier schön an der Krone vorbeigeht. Mittlerweile weiß ich das Level. Mittlerweile kenne ich das Level sehr, sehr gut. Und hier müssen wir... sowas, glaube ich. Wenn ich reinkommen würde in diese Lücke damit. Aha. Whatever. Mann, dieser Anfang macht so Spaß. Yay, wieder mal geschafft. Na dann, hier hatten wir ja so eine Konstruktion. Da saugt man die Krone dann ein. Und hier hatten wir... ich glaube, so eine Konstruktion, weil damit konnte ich dann die Krone einfach einsammeln und mich dann rüberziehen. Genau, und das muss es jetzt sein, weil besser geht das nicht mehr. Ende der Diskussion. Dankeschön. Raus hier! Der Part ist 38 Minuten lang bei mir. Ich glaube, ich werde bei euch so viel geschnitten haben, aber dieses letzte Level, das hat nochmal richtig gezeigt, dass das Blockspringen schwierig wird. In den nächsten Leveln. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war Boxboy plus Boxgirl für heute. Wir haben noch drei Welten vor uns hier in Welt 2. Und dann geht es weiter in Welt 3. Hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Daumen hoch nicht vergessen!